Jetzt haben sich da von dem neu gedeckten Dach zwei Dachziegel abgelöst und sind da abgestürzt. Wir haben heute Samstag. Am Freitag war bei der feinen Firma Vonovia keiner telefonisch zu erreichen. Weder der Objektbetreuer noch dessen Vertretung noch sonst irgendwer, der hier vor Ort zuständig ist oder irgendwie verantwortlich ist. Was ist jetzt, wenn sich da nochmal der Dachziegel löst und jemand in der Schlacht, weil da ausgerechnet einer durchgeht? Da auf dem Innenhof, ja, da auf der Wiesen sind oft Kinder unterwegs. Aber der feinen Firma Vonovia scheint das völlig egal zu sein, weil die ja eine 4-Tage-Woche haben. Von Montag bis Donnerstags. Von 10 bis um 2 arbeiten sie mit 2 Stunden Mittagspause dazwischen. Ne? Komfortables Büro mit Klimaanlage und Heizung auf Gas- und Ölbasis, damit sie es im Winter ja nicht kalt haben scheinbar. Und das auf Kosten derer, die hier wohnen und vor allem noch viel mehr auf die Kosten der Sicherheit derer, die hier wohnen. Weil wenn so ein Dachziegel sich löst und jemand in der Schlacht, ja mei, Pech gehabt halt. Die Mentalität, da gibt's bloß ein Wort dafür. Grützefix! Schaut's endlich, dass er Arbeit macht! Gibt's ja wohl nicht!